letzte Video ist noch nicht so lange her, aber da sich etwas verändert hat in meinem Leben hier, kommt jetzt schon das nächste. Ich habe meine Gastfamilie gewechselt aus verschiedenen Gründen, die ich euch in diesem Video erzählen werde und bin jetzt seit 3 Tagen in meiner neuen Gastfamilie. Anfangs war ich sehr, sehr zufrieden mit meiner Gastfamilie und im Endeffekt kann ich auch sagen, dass die Zeit mit ihnen jetzt nicht nur schlecht war, aber mit der Zeit haben sich einfach Probleme aufgebaut, die mich dazu veranlasst haben, zu wechseln. Ein großes Problem war, dass ich nicht rausgehen konnte. Das heißt, mir wurde es nicht erlaubt, mich von Sonntag bis Donnerstag zu treffen. Das heißt, ich habe die meiste Zeit in meinem Zimmer verbracht und Netflix geguckt. Was prinzipiell ja auch was Schönes ist, aber nicht, wenn das jede Woche oder jeden Tag so ist. Sprich, ich hatte da schon mal die erste schlechte Erfahrung, die sich aber nicht von Anfang an aufgetan hat, da ich am Anfang sehr viel frei hatte und dadurch halt immer rausgehen konnte. Mit der Zeit habe ich mich dann auch leider immer schlechter mit meiner Gastmutter verstanden, da sie meiner Meinung nach sehr wertend in dem ist, wie sie redet und sehr davon überzeugt ist, dass die Art, wie sie die Dinge tut und wie sie die Dinge sieht, die richtige Art sind und sich sehr als etwas Besseres fühlt. Vielleicht ist das nicht so, aber das war mein Eindruck und damit habe ich mich halt komplett nicht vereinbaren können. Das hat sich dann leider halt auch irgendwie auf meinen Gastvater übertragen, einfach dieses Verhalten meiner Gastmutter. Und mit der Zeit habe ich mich einfach nur noch unwohl in der Familie gefühlt und mich dazu entschieden, die Gastfamilie zu wechseln. Jetzt bin ich in einer neuen Gastfamilie und bisher ist alles super. Ich habe eine Gastschwester und 2 Gastbrüder wieder und die Gastschwester ist 17 Jahre alt, also ungefähr in meinem Alter. Und auch die Gasteltern sind total nett. Klar war es irgendwie auch schwer, die alte Gastfamilie zu verlassen, einfach weil ich 3 Monate lang mit denen gelebt habe. Aber im Endeffekt bin ich hier, um ein Jahr Spaß zu haben und das Jahr ist einzigartig und ich sollte das Beste daraus machen. Und wenn ich die Möglichkeit habe, das Jahr besser zu machen, dann sollte ich diese Möglichkeit nutzen. Der Abschied von meiner Familie war ein bisschen komisch, einfach weil meine Familie sich sehr kalt verabschiedet hat, bis auf meinen Gastvater. Denn der war tatsächlich sehr traurig und der hat mich nochmal dick umarmt und gesagt, dass wenn ich irgendein Problem habe, dass ich mich immer melden kann. Und hat mir tatsächlich auch noch in der Nacht geschrieben, ob ich gut bei meiner neuen Gastfamilie angekommen bin und ob es mir gut geht. Der Rest meiner Familie hat sich eher kalt verabschiedet, aber das ist vielleicht schade, aber das ist in Ordnung, weil ich glaube einfach, dass sie nicht richtig verstehen konnten, warum ich gewechselt habe, beziehungsweise gesagt haben, okay, sie mag unsere Familie nicht. Im Endeffekt bin ich einfach froh, dass ich jetzt gewechselt habe und ich hoffe, dass es hier auf jeden Fall besser wird, dass kein zweiter Wechsel zustande kommt. Zudem wechsle ich jetzt auch noch die Schule und Dienstag ist mein erster Schultag. Denn auf meiner alten Schule, die Militärschule, auf die hat mich meine Gastfamilie bekommen. Das heißt, sie haben mit jemandem im Militär geredet, der dafür gesorgt hat, dass ich auf diese Schule gehe. Prinzipiell finde ich es schade, meine Klasse zu verlassen, da ich mit der Zeit doch ein paar Freunde gemacht habe. Aber die Militärschule war nichts für mich. Ich bin ein Mensch, der das Militär jetzt nicht unbedingt total gerne mag. Und wir mussten halt zum Beispiel jeden Morgen und Nachmittag Formaciones machen. Das heißt, ein Sergento hat uns, keine Ahnung, Befehle gegeben und wir mussten dann irgendwelche bestimmten Positionen machen. Und das war einfach etwas, was ich auch mir komplett nicht gefallen hat. Und dieses ganze Militärische und auch irgendwie die Schulhymne und alles konnte ich einfach nicht mit mir vereinbaren. Und in der Schulhymne wurde darüber gesungen, dass man immer bereit ist zu sterben und das ist einfach etwas, das kann ich nicht mit mir vereinbaren. Deswegen finde ich es in Ordnung, diese Schule zu verlassen. Klar, es ist ein bisschen schade um meine Freunde, die ich jetzt in der Zeit tatsächlich gemacht habe. Aber mit denen kann ich mich ja immer noch nachmittags treffen. Ich werde jetzt auf eine Schule mit einem anderen AFS-Schüler gehen und ich bin schon echt gespannt, wie die Schule sein wird. Einfach, weil das eine komplett andere Schule sein wird. Und ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, was so die Unterschiede sind und wie die andere Schule ist. Und irgendwie gibt mir das ja nochmal eine größere Erfahrung von Ecuador, weil ich einfach mehr als eine Schule besucht habe. Das war eigentlich alles, was ich sagen wollte und wir sehen uns beim nächsten Mal.